Shan hat's gesehen. Mein Name ist Tachibana. Heute ist der Hochzeitstag meiner Verlobten Karin und mir. Heute wird ein großer Tag. Wir sollten bald zur Kapelle gehen. Du hast doch nichts vergessen, oder? Nein, dann werden wir dich begleiten. Ja, so sollte es jedenfalls sein. Und der Bräutigam, du siehst wunderbar aus. Danke. Als nächstes werden die frisch Vermählten die Torte anschneiden. Karin, du bist so hübsch. Komm, Tachibana, lächle für uns. Papa, Mama, ich danke euch für alles. Wir werden zusammen glücklich sein. Die Hochzeit endete ohne Zwischenfälle. Jedoch... Herr Tachibana, es tut mir leid, dass ich Sie störe, aber wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ich hatte keine Zeit, zu Atem zu kommen. Die Polizei hat mich zum Verhör abgeholt. Ich verstehe. Zurück zu den Anfängen heute Morgen. Vor Sonnenaufgang gegen 4 Uhr morgens. Oh, wer könnte das schon diese Zeit sein? Ja, wer ist da? Sind Sie Tachibana? Wir möchten Sie zu einem Mord befragen, der sich letzte Nacht ereignet hat. Polizei? Was? Ein Mord? Die Polizei erschien mir an meiner Tür. Was sie mir zu sagen hatten, weckte mich sofort. Der Vorfall ereignete sich in einem Imbiss, bei dem ich am Abend zuvor bestellt hatte. Der Manager wurde etwa zur gleichen Zeit ermordet, als ich meine Bestellung dort abholte. Ich habe meine Bestellung per Telefon abgegeben. Ich möchte ein Brathähnchenmenü und ein schwarzes Essigrührbratenmenü. Okay. Mein Name und meine Nummer wurden auf einem Zettel notiert, der im Restaurant gefunden wurde. Sie fingen an, mich über den Vorfall auszufragen. Zuerst würden wir gerne so viele Details wie möglich über die letzte Nacht erfahren. Als Sie in das Restaurant kamen, ist Ihnen da etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Waren Sie mit dem Verstorbenen befreundet? Sie stellten wirklich einige detaillierte Fragen. Ich hätte froh sein sollen, dass ich nicht in den Vorfall verwickelt wurde, aber im Moment war ich zu aufgeregt, um daran zu denken. Eigentlich werde ich heute heiraten. Ich verstehe. Dann werden wir Sie zur Hochzeit begleiten und Sie danach befragen. Getreu Ihrem Wort folgten uns die Polizisten in die Kapelle. Nachdem wir dem Personal die Situation erklärt hatten, bereitete das Personal einen Raum vor, in dem sie warten konnten. Natürlich gerieten unsere beiden Familien wegen des Auftauchens dieser Gäste in leichte Panik. Was? Die Polizei? Du hast doch nicht etwa... Nein, ich habe nichts getan. Naja, eigentlich... Die Polizisten erklärten, was los war, und alle beruhigten sich. Es ist gut, dass es so früh passiert ist, bevor die Gäste kamen. Ja, das stimmt. So kam es, dass ich ein paar Stunden lang von der Polizei verhört wurde, während ich noch meinen Smoking trug. Ja, ich verstehe. Ich denke, das wäre alles für heute. Wir werden vielleicht in Zukunft in dieser Angelegenheit in Kontakt bleiben. Danke für Ihre Mitarbeit. Ah, endlich wurde ich entlassen. Es sollte ein großartiger Tag werden, aber ich erinnere mich an nichts mehr davon. Ich erinnere mich nicht an das Gespräch mit meinen Freunden, die Rede meiner Frau, das Essen, die Atmosphäre oder sonst irgendwas. Danach hörten wir eine Zeit lang nichts mehr von der Polizei. Also fuhren wir in die Flitterwochen. Hawaii ist der Hammer! Oh, du bist der Hammer! Karin... Was ist los? Ich habe unbewusst Angst, dass mir die Polizei heimlich folgt. Ach wirklich? Du musst dir nicht so viele Sorgen machen. Du würdest nie jemanden umbringen. Wir wissen, dass du unschuldig bist. Karin, dank meiner Frau konnte ich mich endlich entspannen. Zumindest dachte ich das. 3 Monate später. Ja, hier ist Tachibana. Ja. Wir haben endlich von der Polizei erfahren, dass der Mörder gefasst wurde. Der Mörder hatte offenbar einen Groll gegen den Restaurantleiter. Sie haben die ganze Nacht draußen gewartet und nur auf eine Gelegenheit gewartet. Herzlichen Dank. Diesmal wurde ich wirklich nur durch Glück gerettet. Ist das nicht toll? Jetzt kannst du dich entspannen und dein Leben genießen. Absolut. Seit der Hochzeit war ich ein Wrack. Ich hatte das Gefühl, dass mir eine Last von den Schultern genommen wurde. Weil meine Frau mich während dieser ganzen Tortur unterstützt hat, plane ich, unsere Flitterwochen zu wiederholen und sie an einen schönen Ort zu bringen. Natürlich irgendwo, wo es einen Strand gibt.
聴いただきありがとうございました。被疑者ならともかく参考人としての事情聴取で警察がこんなに張り付くことってあるんですかね。何にせよそのせいで結婚式という一生に一度しかできない思い出がなんとも最悪な思い出になりましたね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。またせめて新婚旅行のやり直しはいい思い出になってほしいと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。